Und dann haben wir gerätselt, ja, was soll das jetzt? Wir haben zwar bemerkt, dass da also starker Widerstand war. Gerade bei Brest-Litowsk hatten die Russen starke Einheiten zusammengezogen, die aber von den deutschen Panzern gleich überwältigt worden. Und dann Ja, haben Sie und die dann. Zerstörung auch gesehen, der Stadt, der Brest-Litowsk? Neville, wir sind nicht in der Stadt rein, sondern waren ja dann weiter nördlich über den Fluss gegangen. Und dann war eine große Rollbahn bis Minsk. Diese Rollbahn muss man sich so vorstellen, das war also ein befestigter Weg von, na, sagen wir, vielleicht 50 Meter Breite. Und darüber hinaus aber auch noch die Möglichkeit, auf dem anschließenden Geröll zu fahren, sodass da also praktisch drei Fahrzeugkolonnen gleichzeitig sich fortbewegen konnten. Aber eine Fahrbahn wurde freigehalten. Warum, haben wir bald gemerkt. Dann kamen also da mächtig viele Gruppen von Gefangenen, russischen Gefangenen, die wurden auf diesem Weg da Richtung Grenze, mussten die da laufen. Und wir sahen die Leute, die waren ziemlich müde und abgekämpft. Wahrscheinlich sind sie gar nicht richtig in einen Kampf verwickelt worden, sondern eigentlich waren einfach eingekreist worden und haben sich dann ergeben. Aber sie waren abgehärmt und wir hatten also keinen guten Eindruck von diesen Soldaten. Aber jetzt muss ich etwas erwähnen. Wenn wir abends dann Halt machten, dann suchten wir abseits der Rollbahn einen Platz, wo wir Zelte aufstellen konnten und wo die Fahrzeuge abgestellt werden konnten. Da mussten aber vorsichtig sein, denn teilweise ging der Sumpf bis an die Straße heran. Nicht? Und einer von uns war unvorsichtig und ist also bis zur Brust im Sumpf versunken, nicht? Und wir haben ihn dann mit Brettern vorsichtig wieder rausgezogen.